nun geht die Fahrt nach Panama City zur Overland Embassy, die Agentur, die sich um die Containerverschiffung kümmert. Wir stehen jetzt am Platz von der Overland Embassy, weil wir morgen Polizeiinspektion haben, was für die Ausreise wichtig ist. Da werden nur Papiere gecheckt und die Fahrzeugnummer und so weiter. Und deswegen sind wir jetzt hier und der Platz ist bumsvoll mit lauter Campern. Uhr 10 früh auf dem Weg zur Polizeiinspektion. Die sogenannte Police Inspection war gar keine Inspektion, das war nur ein Abgleich der Papiere mit der Fahrgestellnummer. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg in die Stadt. Wir haben uns jetzt mal ein wunderschönes Hotel genommen mit einem Außenparkplatz, der Tag und Nacht bewacht wird. Das ist unser Hotel, das kleine hier. Plaza Pacific Panama Mall. Und Deutschland ist auch vertreten mit einem Shop. That's good. Mein absoluter Lieblingsladen ist einfach Xiaomi. That's good. Mall, die größte Mall in ganz Mittelamerika. Aber hier scheint die Fresshalle zu sein. That's good. Preislich hier viel besser als im Multiplaza Center. Hier wirklich günstige Sachen überall.
14 Uhr und jetzt ist der Platz hier bumsvoll. Sonntags, die Strandpromenadestraße ist komplett für den Verkehr gesperrt und nur für Fußgänger und Radlfahrer geöffnet. Na, ja, Kinderparcours. Zum Üben. Welcome to Panama, bella ciudad, ay mi Panama. Bienvenidos a Panama. 15 August 1519. The beginning of a dream. It is important to know this date because it's the day that we celebrate. Pedro Arias Davila received from the King of Espania. Official Dutch for Radfahrer hier wirklich optimal. Panama City, Panama City, Panama City. Welcome to Panama, bella ciudad, bella mi Panama. Bienvenidos a Panama. A fishing village it was formerly, right upon the coast of the sea. Cathedral tower built up toward the sky. You can hear that bell toll far and wide. Wirklich fantastisch, vorne die Altstadt, hinten die Hochhäuser. Only 100 people or so, first European settlement and Pacific coast. Panama City, Panama City. Welcome to Panama, bella ciudad, ay mi Panama. Bienvenidos a Panama. The Camino Real, it paved the way. And in this isthmus it had to stay. All the way to Nombre de Dios. If you go now, you can hear them go. Whoa! Riches came up out of Peru. Many, many ship and the pirates knew. All the pearls, silver, Panama City was Pacific stronghold. Then they crossed Panama by mule. Tropical diseases was very cruel. Finally arrived to Atlantic coast. Departing for Spain from Nombre de Dios. Panama City, Panama City. Welcome to Panama, bella ciudad, ay mi Panama. Bienvenidos a Panama. 15 August 1519. The beginning of a dream. It is important you know this date because it's the day that we celebrate. 15 August 1519. The beginning of a dream. It is important to know this date because it's the day that we celebrate. Panama City, Panama City. Welcome to Panama, bella ciudad, bella mi Panama. Bienvenidos a Panama, Panama City, Panama City. Oh, welcome to Panama, bella ciudad, ay mi Panama. Jetzt ist die gesperrte Straße wieder offen für den Verkehr. Und auch hier diese Hochbrücken erinnert ein bisschen an Bangkok. Auch von der Temperatur steht dem nichts nach. Wahrscheinlich haben wir nur 28 Grad, aber gefühlte 40. Uns läuft die Suppe runter. Das ist brutal. Station in Zentralamerika mit unserem Camper, ein Airbnb im Örtchen Veracruz, links von Panama City. Und hier können wir alles schön reinigen, vorbereiten, umpacken, denn morgen geht's in den Container. Echt schönes Einzimmer-Apartment, wirklich total gemütlich, mit einem super stylischen Bad,
schöne Dusche. Unsere Reise mit dem Camper begann in Veracruz, Mexiko und endet nun in Veracruz, Panama. Palapa, der Besitzer ist Holländer und Bootskapitän und das ist sein Hobby. Das Haus der Besitzer, schöner Pool. Zwei Hunde hat es, zwei Katzen und ein Papagei. Braun. Der immer frei ist, aber nicht fliegen mag. Hola. Hola. Na? Hm, was denn? Jo. Ah, das ist er. Blut. Letzte Mal über den Panama-Kanal mit dem eigenen Auto. Jetzt geht's nach Colón. Jetzt fahren wir nach Colón auf die Karibikseite, denn dort ist der Containerhafen. 6 Tage nach der Police Inspection müssen wir das Auto in den Container laden. Wir nehmen die Landstraße, um uns Autobahnmaut zu sparen. Wir sind nicht die einzigen, die verschiffen, aber fast die einzigen, die nach Europa verschiffen. Die anderen gehen nach Südamerika, nach Kolumbien. Oh, wow, wow, ein China-Container. Heute ist Mittwoch, am Sonntag soll das Schiff ablegen. Wir teilen uns übrigens den Container mit einem Münchner VW-Bus, um Kosten zu sparen. Alleine wäre es zu teuer. Wir haben vorher noch den Reifendruck um die Hälfte gesenkt, damit er ein bisschen tiefer kommt, aber eigentlich ist oben noch genug Platz. Abschlussfoto mit Alejandro, dem Chef von Overland Embassy, eine junge Firma, die das super geregelt haben. Insgesamt sind wir fast 32.000 Kilometer gefahren, sind nur einmal im Sand hängen geblieben, haben in 19 Monaten 8 Länder bereist. Und hier mal eine Kurzzusammenfassung unserer gesamten Reiseroute. Auf der ganzen Reise hatten wir keine einzige Panne, keinen Unfall, keinen Einbruch. Lediglich in Veracruz. Bei der Ankunft wurde uns etwas Werkzeug gestohlen, ob im Hafen oder auf dem Schiff, können wir nicht nachvollziehen. Wir hatten ein AdBlue-Pumpenproblem, deswegen mussten wir aus Belize auch wieder zurück nach Mexiko. Die haben das aber für $50 ganz schnell reparieren können. Nach knapp 4 Wochen konnten wir unser Auto im Hamburger Hafen wiederholen. Dummerweise habe ich durch einen Kamerawechsel die ganzen Videos, die wir gemacht haben, in Hamburg gelöscht. Aber hier ein paar Fotos. Da ist der Münchner VW-Bus, der mit uns gereist ist. Und jetzt tun wir wieder Luft aufpumpen, damit wir fahren können. Das Fazit unserer Reise, es waren unglaubliche 19 Monate. Mit vielen Abenteuern, faszinierenden Landschaften, gastfreundlichen und herzlichen Menschen in allen Ländern Zentralamerikas. Wir fühlten uns nicht einmal unsicher.
Was in unserem Herzen bleibt, sind die Menschen, die wir kennenlernen und mit ihnen wunderschöne Momente verbringen durften. Danke an euch alle.